Ja, ich mache gerade für Andreas die Aufnahme. Du kannst ja auch ein paar Kommentare dazu sagen, wenn du willst. Ich lache lieber. Ich weiß, wie findest du den Rasen, Guido? Super, klasse. Habt ihr toll gemacht. Hab ich toll gemacht. Mit dem Peter, ne? Wolltest du mir jetzt auf die Plätze gehen? Nein, wie kommst du denn darauf, Guido? Der Schritt vorgeht ist ein bisschen langsam, würde ich sagen. Ja. Können wir noch? Let's Dance ging noch besser. Sagt der Checker, ne? Oh, yeah, please. Thank you.
Thank you.
Jetzt gibt's Kasala. Eine sehr gute Vorführung. Man sieht, dass der Hund gleich so durchgearbeitet ist. Die wesentlichen Elemente einer Unterordnung, die also über dem Geli, hat er also erfüllt. Er hat in der Leinführigkeit nur Kleinigkeiten. Das sind mal die Richtungswechsel. Der Winkel, die Kehrte. Das sind diese Kleinigkeiten. Leine könnte etwas weiter aushängen. Ein sehr gut, der Freifolger beginnt
ist dann mit der Führerhilfe in der Gruppe, aber damit hat sie es dann auch schon und von da läuft er eigentlich sehr schön und auch ohne großartige Veranstaltung. Er passt auch auf, ist ein sehr gut. In der Sitzübung ist die Entwicklung in Ordnung, das Kommando auch. Er ist dann während der Übung leicht unruhig, bleibt dann aber sitzen, bis sie wieder da sind, ist sehr gut. Dann kommt das Ablegen in Verbindung mit der Handpumpe, das fängt sehr gut an, die Entwicklung, das Ausführen des Kommandos, also erst sitzen und dann liegen. Das Tempo, wenn er reinkommt, kann also etwas höher sein. Und die Endpunktstellung könnte auch etwas korrekter vollzogen werden, ist trotz allem noch sehr gut und die Ablage war ohne Beanstandung verfüglich. Mit dem Wunsch des Diener, der zuerst die Ablage muss und die sind noch keine zwei Schritte weg, da wird er schon unruhig und während sie weitergeht, sieht er dann auf, kommt die Stücke nach. Ich kann jetzt nicht großartig nachmessen, ob das jetzt gute Länge war oder nicht. Er braucht auch nicht mehr, weil er dann doch noch Stücke kommt und damit ist es mangelhaft und mit Null gewährt. Der Leitungsübigkeit ist das im Großen und Ganzen in Ordnung. Er läuft auch wieder. So weit ist weg von der Aufmerksamkeit mit. Er hat auch den Richtungswechsel, außer bei der Kehrtwendung, nicht so viele Probleme. Er läuft dann ganz ordentlich mit. Ist sehr gut. Und die Freifolge bis zu ganz zum Schluss läuft er eigentlich auch noch sehr gut. Geht dann kurz dahin, weil er muss schon was gegangen ist, weiß nicht. Kommt dann aber sehr schnell wieder zurück, sodass diese Übung vom sehr guten Schuh fällt, weil er gleich beim ersten Kommando wiederkommt und dann auch wieder sehr konzentriert mitläuft. Die Sitzübung ist gut, die Entwicklung ist in Ordnung. An der Übung selbst schlummert er dann etwas, geht zwar nicht ganz runter schlummern, bleibt dann aber ruhig sitzen, ist gut. Ablegen in Verbindung mit der Rankommen, da ist der Übung kommt dann aber schön rein, allerdings so schnell, dass er den Vorsitzenden vergisst, ist noch gut. Und insgesamt gesehen hätte der Hund 41, aber mit 41 hatte ich den über 23-jährigen Tätigkeit noch niemand durchverlassen. Heute Abend.